Wir kommen jetzt mal zu Ferrari, wo man dachte, Mensch, nach der Ära Mattia Binotto und dann kommt jetzt Frédéric Vasseur und in Maranello hat man so große Hoffnungen auf ihn gelegt und zumindest mal der Saisonstart, er lief alles andere als glücklich. Wir gucken uns mal die Bilder aus der 41. Runde an. Man hat ja ohnehin schon das Wochenende gesehen, Jost, dass Ferrari ja auf eine Runde schnell ist, aber gerade auch bei den Longruns wiederum wie im letzten Jahr auch schon zu kämpfen hat. Hinzu kommt ja dann auch noch, wie wir es jetzt hier sehen, die 41. Runde, als es Charles Leclerc gefunkt hat, in einem sehr, muss ich sagen, sehr frustrierten, verständlichen Ton, eben, dass er keine Power mehr hat. Die Power Unit soll es gewesen sein. Da sieht man, wie das erste Rennen vorzeitig beendet wurde. Was ging dir bei diesen Bildern durch den Kopf? Ja, es tut einem natürlich für Leclerc extrem leid. Er kämpft, ist ein guter Typ, ist schnell. Und das erste Rennen so aufzugeben oder zu beenden, ist natürlich nicht toll. Aber man darf auch nicht vergessen, letztes Jahr in Bahrain sind beide Red Bull ausgefallen und sind doch noch Weltmeister geworden. Also wie gesagt, nach dem ersten Rennen darf man da noch kein Urteil über die Saison bilden. Und auch sagen Team Principal, dem Fred Vasseur, da es ist extrem schwierig. Er kommt auch rein am Ende der Saison und das Auto ist dann fertig, als er gekommen ist. Und ich glaube, wenn man eine Firma hat mit ungefähr 1000 Leuten, die dreht man nicht in ein paar Wochen um. Und ich weiß auch gar nicht, ob das notwendig ist, weil im Endeffekt war Ferrari im letzten Jahr gut. Sie haben ein paar Mal ein Problem gehabt mit der Strategie. Das kann man haben, das kann passieren. Da hat es Änderungen im Team gegeben. Und man braucht in der Formel 1 auch einen langen Atem. Da wirklich Wunder gibt es da nicht mehr. Du kennst es ja auch, du bist ja damals zu William gestoßen, als es kurz vor der Saison 2021 war bei Frédéric Vasseur. Da kam jetzt auch wenige Wochen vor Beginn der neuen Saison. Bei ihm war es ja der 9. Januar, also 4 Wochen grob früher als bei dir 2021. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Wir hatten das ja auch am Samstag in der Quali-Analyse mit Marco Werner auch mal aufgegriffen, dieses Thema. Es ist ja eine sehr verzwickte Situation für einen Teamchef, wenn du dann quasi zu einem neuen Team kommst und du ja auch keinerlei Anteil an der Entwicklung des Autos hast. Also du übernimmst quasi einen Part oder ein Auto, ein Konzept, was gewissermaßen dein Vorgänger an den Start gebracht hat und siehst dann im Endeffekt erstmal dieses Ergebnis, wie bei Leclerc jetzt gestern am Sonntag. Wie gehst du dann als neuer Teamchef in einem Team damit um, wenn du quasi dann die Problematik siehst, die unter Umständen eben mit der Entwicklung des Vorjahres zu tun hat, also sprich mit deinem Vorgänger? Ja, ich meine, das weiß man, dass in der Formel 1 so ist, oder das ist kein Thema, das weiß man. Ich glaube, noch wichtiger als jetzt das, was man im Auto übernimmt, ist auch das Team, das man übernimmt. Man muss erst mal verstehen, wie tickt das, wie funktioniert das Team, wo sind die Machtverhältnisse, wer arbeitet wo mit wem, gibt es Silos, wie ist die Arbeitsweise. Das ist erstmal das, glaube ich, noch das Wichtigere. Das Auto, das ist jetzt da, was man hat, aber zu verstehen, wie die Teamdynamik und die Dynamik in der Firma funktioniert, wenn man über 1000 Mitarbeitern spricht, das ist extrem schwierig. Und ich habe das ja auch bei Williams gesehen. Ich habe bei Williams angefangen im 1. Februar. Und man kommt zu einem Team und kennt eigentlich gar niemanden. Und erst mal zu verstehen, was passiert da überhaupt. Und in der Phase darf man sich nicht verrückt machen. Er muss jetzt das Beste draus machen aus dem, was er hat. Muss vor allen Dingen Ruhe bewahren und muss die Ruhe im Team lassen. Man muss das Team wirklich zu einem bedachten und fokussierten Arbeiten bringen. Und so wie ich ihn Fred kenne, schafft er das auch. Und man muss ihm nur die gewisse Zeit geben. Dass man glaubt, ein Teamprinzip kann in einigen Wochen ein Team komplett von rechts auf links drehen, das funktioniert nicht. Da sehen wir auch mal noch ein Bild aus dem vergangenen Jahr, muss es, glaube ich, gewesen sein. Da war Fred Vasseur ja noch Teamchef von Alfa Romeo. Wir haben eine Frage aus dem Chat zum Thema. Weiß Jost vielleicht, ob bei Ferrari wirklich auch so viel Politik herrscht, wie alle immer sagen? War das bei Williams ähnlich? Ja, ich glaube, es gibt eine gewisse Politik, gibt es in jeder Firma. Und man muss auch sehen, wie geht man mit der Politik um und wie offen.
Es gibt verschiedene Führungsstile, die verschiedene Team Principals, verschiedene CEOs haben. Und da gibt es nicht eine richtige oder falsche. Ich glaube, jeder hat einen Führungsstil, muss einen Führungsstil haben, der zu einem passt. Und man muss sich da auch an das Team anpassen und muss versuchen, die Politik rauszubringen und die komplette volle Fokussierung auf die sportlichen Ergebnisse zu bringen. Und ich meine, das ist in jeder Firma so. Aber speziell in der Formel 1 ist es halt so schwierig und extrem, weil man eben jede Woche oder alle zwei Wochen im weltweiten Fokus steht und jeder sehen kann, ob man sich nach vorne bewegt oder ob man sich nach hinten bewegt. Und keiner sieht wirklich, was passiert eigentlich zu Hause, was passiert in der Firma, was passiert im Team. Und da passiert es sehr oft, dass man da den Team Principles Unrecht tut, weil man eben nicht sieht, was im Hintergrund alles in der Firma passiert. Wenn wir zu der Ferrari-Thematik von gestern kommen, hat man ja auch schon recht schnell nach Rennbeginn auch gesehen, dass Ferrari auch an Grip verloren hat. Also Ferrari ja unheimlich wieder so diese Problematik hat, was die Reifen frisst. Das hat man ja auch dann gesehen, zum Beispiel, wenn man mal dieses Duell, diesen Zweikampf zwischen Alonso und Carlos Sainz, da hat man ja auch gesehen, das hast du vorhin, glaube ich, auch erwähnt, dass Sainz auch wirklich überhaupt keine Power mehr hat, also wirklich auch keine großen Möglichkeiten mehr hatte, sich zu verteidigen. Ist das oder siehst du das als einzige Problematik bei Ferrari oder ist es auch das, was wir letztes Jahr schon gesehen haben, dass Ferrari zwar auf eine Runde schnell ist, aber im Rennen dann einfach das, was man im Qualifying-Tags zuvor erreicht hat, zum Beispiel eben wie letztes Jahr 9 Pole Positions, dann im Rennen einfach nicht mehr umsetzen kann? Das ist auch schwer zu sagen. Es kann sich, glaube ich, außerhalb der Formel 1 kein Mensch vorstellen, wie problematisch es ist, die Reifen ins richtige Fenster zu bringen und im richtigen Fenster zu halten. Und das ist von Qualifying zu Rennen komplett unterschiedlich. Und ich glaube, dass das Problem in Bahrain ist speziell, dass das Rennen und das Qualifying abends ist, wenn die Sonne untergegangen ist, die Temperaturen unten sind, die Asphalttemperaturen nicht mehr so hoch sind und man doch zwei Trainings, das erste und das dritte freie Training hat, wenn unter komplett anderen Bedingungen, wenn die Sonne scheint, es ist noch heiß, die Asphalttemperaturen sind unheimlich hoch und man kann aus den Daten, die man da sammelt fürs Rennen, eigentlich so gut wie gar keine Rückschlüsse ziehen. Und die Reifen für dieses Jahr sind auch neu. Das heißt, die Teams müssen Erfahrungen mit den Reifen sammeln. Und das bei Bedingungen, die dann hinterher im Rennen nicht so komplett anders sind, das macht es so kompliziert. Und dann zu sagen, in dem einzigen freien Training, das FP2 am Freitagabend, das dann unter den ähnlichen Bedingungen stattfindet wie das Qualifying oder das Rennen, es ist einfach zu kurz, um sich perfekt fürs Rennen und fürs Qualifying vorzubereiten. Mit Longruns, mit verschiedenen Spritleveln und verschiedenen Motorleistungsvarianten und. Also das sind so viele Sachen, die man von außen gar nicht sieht, die das so kompliziert machen, das freie Training einzuteilen und sich darauf zu konzentrieren. Wenn man weiß, dass wenn man sich komplett aufs Qualifying konzentriert und man muss sich auch aufs Qualifying konzentrieren, weil wenn man von hinten startet, dann gewinnt man nicht. Und wenn man sich nur aufs Rennen konzentriert oder nur aufs Qualifying, dann kann man den Race Pace vernachlässigen. Also man muss da einen Kompromiss finden und den muss jeder für sich finden. Und wie sieht der Kompromiss oder wie kann der Kompromiss für Ferrari jetzt gerade auch für die nächsten Rennen aussehen? Ist das auch wieder streckenabhängig? Das ist schwer zu sagen, es ist streckenabhängig und es gibt ja insgesamt 5 verschiedene Reifen, von denen bei jedem Rennen 3 zur Auswahl sind. Ja, und damit ist jedes Rennen unterschiedlich. Man hat auch auf einen Reifen passt beim Auto und einen anderen Reifen, eine andere Mischung passt eben nicht. Und daher, da sind so viele Unbekannte und eine Vorhersage da zu treffen ist unmöglich. Wir hatten ja gestern schon auch in unserer After-Race-Show auch mal so ein bisschen ja die Befürchtung, dass die italienische Presse nicht gerade zimperlich mit Ferrari umgehen wird. Das ist ja meist immer bekannt, dass da richtig Dampf kommt aus Italien. Wir haben uns mal 3 Pressestimmen rausgepickt. Wir blicken mal auf die Corriere dello Sport. Die hat Folgendes geschrieben. Ferrari kann nichts von diesem Saisonstart retten. Ein Jahr nach dem Doppelpack von Bahrain beweist Maranello nicht auf dem Niveau der Gegner zu sein. Die Tuttosport schreibt, Ferrari, dieser Saisonstart ist ein Albtraum. Maranello muss etwas tun,
So sind wir nicht konkurrenzfähig. Und die La Repubblica schreibt, Schock in der Wüste für Ferrari. Die Scuderia ist alles andere als ein Konkurrent für das Schwergewicht Red Bull. Das also schreibt man aus Italien eigentlich fast schon wie zu erwarten gewesen, oder Just? Ja klar, das weiß man, dass das passiert. Oder dass die italienische Presse und die Ferraristi sind nur zufrieden, wenn man gewinnt und wenn man ganz vorne wegfährt. Und das ist natürlich auch für ein Teamprinzipal extrem schwer, damit umzugehen, weil das belastet ein Teamprinzipal, das ist überhaupt keine Frage. Jetzt wissen wir ja, dass der Posten als Teamchef von Ferrari ja wirklich einem Schleudersitz gleicht. Fünf Teamchefs, also mit Frédéric Vasseur in den letzten 14 Jahren, zeigt natürlich schon, dass man diese Zeit nicht unbedingt einem Teamchef auch tatsächlich gibt. Meinst du, das spürt auch Frédéric Vasseur, dass er nicht jetzt 2 Jahre zum Beispiel Zeit hat, jetzt aus Ferrari ein neues Team zu formen, sondern dass gewissermaßen von Anfang an eigentlich schon erwartet wird, dass Siege folgen, dass auch man zumindest konkurrenzfähig ist, dass man eine realistische Chance hat auf den WM-Titel? Oder wie würdest du das momentan einschätzen? Ja, der Fred ist eine coole Socke, oder? Das darf man in dem Fall überhaupt nicht vernachlässigen und muss im Hinterkopf haben. Und sein Kind, das Kindestraum war, Formel 1 Teamchef zu sein. Und das hat er jetzt geschafft. Und er macht das, ich bin überzeugt, er macht das hervorragend. Aber es ist unheimlich schwer für jeden Teamprinzipal. Weil die Teamprinzipal, die Ferrari in der Vergangenheit hatte, waren auch gute. Ja, das waren alles Top-Teamprinzipals. Aber der Druck bei Ferrari ist nochmal eine ganz andere Nummer als bei allen anderen Teams. Wir hatten das auch in den letzten Monaten auch immer mal wieder, diese Diskussion. Wenn wir damals uns dran denken, zur Ära Michael Schumacher mit Sean Todd, mit Ross Brown, siehst du das auch so, dass das damals eine ganz andere Truppe war bei Ferrari als in der Zeit danach? Ich glaube, bei jedem Team war es in der Zeit eine andere Truppe, oder? Die Teams sind ja in Bewegung, da ändert sich jedes Jahr irgendwas. Und man sieht, jede Dominanz geht auch mal zu Ende. Das ist in jedem Sport so und das ist in der Formel 1 auch nicht anders. Und das ist dann ein harter Weg, wieder sich nach vorne zu kämpfen. Ich weiß, nach hinten zu fallen geht relativ schnell, aber sich dann wieder nach vorne zu arbeiten ist extrem mühsam. Wir können uns mal noch ein Bild anschauen von Piero Ferrari. Der war ja auch gestern und hat sich das Rennen in der Garage angeschaut. In dem Moment, als dann Charles Leclerc sein Auto abstellen musste in 141, da hat er dann auch den Kopfhörer dann beiseite gelegt und war dann auch ziemlich bedient gestern, verständlicherweise. Hat man dann auch, glaube ich, an der Reaktion gemerkt, dass er da ja, sich alles erhofft hat, aber nur nicht das. Gucken wir mal noch auf das Statement von Charles Leclerc, der nach dem Rennen Folgendes gesagt hat. An solchen Tagen kann man nicht viel Positives mitnehmen. Am Ende ist es egal, weil wir das Rennen nicht zu Ende gefahren sind. Wir müssen das Problem verstehen. Wahrscheinlich war das Qualify nicht schlecht. Wir haben einen guten Stint auf den Softreifen gehabt, hatten einen guten Start. Ich habe auch gestern schon gesagt, mir tut irgendwie Leclerc so unheimlich leid. Letztes Jahr hat er schon so oft leiden müssen. Und auch bei ihm habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat auch so viel Hoffnung in den Saisonstart reingelegt. Und weil er ist wirklich, also man muss ja wirklich sagen, er ist ja wirklich ein Top-Talent. Hast du da auch so ein bisschen die Sorge, wenn er, weil natürlich auch sein Ziel ist, Weltmeister zu werden, wenn er das jetzt dieses Jahr auch wieder nicht schafft, dass er dann sich mal nach einer Alternative umschauen wird? Wir haben erst ein Rennen, oder? Seine Reaktion hätte auch sein können, so, mir ist es gegangen wie der Max letztes Jahr, ich bin ausgefallen, der Max ist Weltmeister geworden, ich werde jetzt Weltmeister. Ja, aber warum hat er das denn nicht gemacht? Das hätte auch eine Reaktion sein können und warum nicht? Und das hätte das Team wahrscheinlich mehr motiviert, als eine negative Aussage zu treffen. Sagen, wir sind ausgefallen, okay, der Max ist auch letztes Jahr ausgefallen, so what? So, jetzt Arschbacken zusammenkneifen und aus dem lernen, besser werden. Und wir werden es den roten Bullen schon noch zeigen. Ja? Das wäre eine ganz andere Art gewesen zu reagieren und wahrscheinlich fürs Team die bessere.
Also ich glaube, da schließe ich oder da spreche ich mal für die Zuschauer. Ich glaube, Jos Capito muss doch noch Ferrari-Teamchef werden. Du würdest wahrscheinlich eine No ganz way. Genau. du würdest wahrscheinlich eine ganz andere Atmosphäre da reinbringen und könntest eben dann Leclerc und Co. genau diese Denkweise, diese positive Denkweise dann quasi übertragen. Würdest du wirklich, wenn jetzt heute eine Anfrage von Ferrari käme, nur mal rein spekulativ, würdest du wirklich Ferrari absagen? Mal Hand aufs Herz. Ja, Echt? klar. Okay. Okay. Dafür bin ich zu alt. Dafür bin ich zu alt. Ach, das Alter, aber natürlich, wir hatten vorhin mal vor der Sendung ein paar Minuten drüber gesprochen und hat mir Jost ein bisschen was erklärt, wie das alles so abläuft, dass du ja wirklich überhaupt null Zeitfenster hast. Du kannst dir, also du kommst nicht nach Hause, nichts, das ist Stress pur von einem Rennen zum anderen. Also da kann ich dich absolut verstehen. Wir gucken mal noch auf das Statement von Frédéric Vasseur, der allerdings auch nicht sonderlich positive Worte verwendet hat. Eher folgende: Es ist wichtig, ein klares Bild von der Situation zu bekommen. Wenn wir uns das Rennwochenende anschauen. Die Rennpace auf eine Runde sieht okay aus. Wir konnten um die Pole Position mitkämpfen. Mein größtes Problem ist die Zuverlässigkeit, denn wir sind zu fragil. Es war nicht nur das Auto von Leclerc, sondern auch andere Dinge. Wenn wir uns das Rennen anschauen, hätten wir auf Platz 3 landen können. Aber wenn wir uns den Reifenverschleiß anschauen, sind wir weit weg von Red Bull und wir müssen natürlich die Zuverlässigkeit verbessern. Zumindest mal andere Worte als Mattia Binotto, oder? Man hatte da immer so ein bisschen den Eindruck, dass er nicht gerade sehr selbstkritisch war. Ja, es ist immer ein Unterschied, was man sagt, was in der Presse steht, was man in der Pressemitteilung schreibt oder was man wirklich denkt und was man auch wirklich sagt. Das ist immer ein Unterschied. Oder als Teamprinzip muss man sich auch vor das Team stellen und man muss auch das Team verteidigen, weil im Endeffekt ist man verantwortlich, was da passiert. Und das heißt, man muss relativ realistisch sein, muss sagen, woran es liegt. Und die Aussage von Fred ist natürlich nicht nur negativ, sagen wir können um die Pole Position mitfahren und er identifiziert das Problem, dass die Reifen zu schnell abbauen. Und das muss man analysieren. Ich glaube nicht, dass die Aussage da sehr, sehr negativ ist, sondern die ist realistisch mit einem positiven Touch, dass man kann um die Pole Position mitfahren und das ist ja was. Und dann zu sagen, so jetzt müssen wir halt den Rennspeed noch finden und müssen gucken, was passiert mit den Reifen. Das ist durchaus positiv, würde ich sagen. Dann sind wir doch mal gespannt auf das nächste Rennen dann in Saudi-Arabien. Und vielleicht ist es dann wirklich so, wie du es ja gerade beschrieben hast, letztes Jahr eben Red Bull ausgefallen. Und wer weiß, wo sich Ferrari noch hin entwickelt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champ1.de.